Ach so. Lol, das habe ich... Ja, okay. Das habe ich in der toten Aufnahme angeklickt. Ja, prima. Wir tun einfach so, als wäre noch nichts passiert. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen zum Livestream hier zu Northgard auf der Zocker Lounge, Mensch. Hi Hase HD, hi Henny, hi Flo, hi Magnum. Hi Mastro Todoxom 67. Und hi an alle, die noch nichts im Chat geschrieben haben. So, jetzt funktioniert mein Mikrofon wieder. Ich erkläre euch kurz, warum es nicht ging. Weil ja Windows wieder auf die Idee gekommen ist, und ihr habt kein Bild, ne? Weil Windows wieder auf die Idee gekommen ist, so ein großes Major-Update rauszuhauen, was im Prinzip fast ein ganzes Windows neu installiert. So, ich trinke übrigens heute, sponsored by Magnum, holländisches Bier mit 8,5% und genauso schmeckt es auch. Es schmeckt im Prinzip wie Schnaps oder purer Alkohol oder so würde ich mir vorstellen, dass so Spiritus schmeckt. Pfui Teufel, aber hey, Prost, Leute. Ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Hi Vernichtus. So, Leute, ich habe mit stummem Mikrofon erzählt, dass ich keinen Schimmer mehr habe, was wir hier getan haben, leider. Ach, guck mal, ich kann hier Söldner stationieren. Wie war denn das? Was muss ich denn eigentlich tun? Muss ich den vernichten? Muss ich dem helfen? Gute Frage, ne? Und Magnum, was hast du gerade getan? Muss Orange helfen und Blau vernichten. Ja gut, es war eine 50-50 Chance. Dann habe ich ja den richtigen angeklickt. Und warum brennen jetzt hier die Häuser, wenn ich hier angreife? Versteht auch keiner, ne? Seid jetzt wieder gebimmelt? Ruxi? Leonard? Hä, wieso? Ja, ihr scheiß Anzeigen hier. Danke, Ruxi und Leonard, für was auch immer. Danke, King Joe. Das kommt jetzt aber vom Magnum, ne? Das kommt gar nicht von denen. Bekommen einen Sub geschenkt. Du darfst nicht den Leuten Subs schenken, die nicht mal streamen. So, wenn ich. Also, hier habt ihr Dorfbewohner frei. Ich kann militärmäßig noch ein bisschen was rekrutieren. Hier, mach noch einen Axtkämpfer. Dann. Wie ist denn jetzt meine Zufriedenheit wieder so runtergegangen? Das hab ich. Hab ich gedacht. Ach so, lol, das habe ich, ja, okay, das habe ich in der toten Aufnahme angeklickt. Ja, prima. So, wo ist mein Militär eigentlich? Hier. Stoßt hier mal dazu. Ich glaube, das wollte ich auch tun, ne? Ich wollte ein bisschen kämpfen, ich wollte ein bisschen expandieren. Ich hatte noch die Fischerhütte eingenommen. Wie schaut es mit Nahrung aus? Supi schaut es mit Nahrung aus. Und wie schnell kann ich hier wieder... Das geht schnell. Dann nehmen wir doch... Ach Gott, der Sektor gehört schon mir. Weiter. Gut. Irgendwie gefühlt haben wir die Mission ja schon gewonnen, oder? Ich muss den immer aufzerstören, das Gemeindehaus. Okay. Okay, 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 okay. Bier haben wir auch. Was soll denn noch schief gehen? Wir hauen jetzt ein paar Wölfe um. Wie kann denn die Liv, aka Vanessa, überhaupt kämpfen?
Apropos Vanessa, wo ist eigentlich Vanessa? Oh. Er verloren. Hätte ich jetzt gar keine Nahrung für ausgeben müssen, ne? Hier Krieger ausbilden. Und die... Shit. Die Grövens habe ich jetzt gerade nicht am Start, Alter. Wie lange habe ich Zeit? Produziere ja schon eigentlich gut Geld. Könnten wir noch schaffen. Wenn hier hinten... Was könnte ich hier noch einnehmen? Stein... Nicht, ne? Was passiert hier? Will er zurückerobern? Das dauert noch ein bisschen. Oder hat das Anheuern so viel Kohle gekostet? Ah ja, das kostet 200. Alles klar, kapiert. Okay. Dann... Wir könnten hier einen Haufen Eisen einnehmen. Das müssen wir aber nicht. Hier oben wäre... Winter. Ich würde gern den hier noch einnehmen. Komm, haut mal hier den Wolf weg, das geht doch relativ zügig. Und da ist auch noch ein bisschen Eisen. Ja, also, da sehe ich es doch auf der Karte, Mensch. Nahrung haben wir plus, Holz geht ein bisschen runter, ist aber egal, wir haben so viel Holz. Okay. Hi Thomas. So, was könnten wir hier tun? Wir haben weder die Nahrung. Warum habe ich die Nahrung? 670. Mich verarschen. Wow. Was tun wir eigentlich nochmal hier? Handelsroute, wir haben mit den Jodner. Verhältnis der Riesen 30%. Irgendwie kriegen wir doch auch so ein... Kann ich die steuern? Nein. Okay. Und Geld würde es 300, das erreiche ich am ehesten. Ja, wurscht, komm. Halt euch mal an, haut er die Wölfe da auch noch weg. So. Hi Christian, übrigens, und was hältst du, was halt ich von World of Warships? Gar nichts. Sowas, spiele ich nicht. Ist das nicht sogar free to play? Nee, gilt gar nicht. Oder ich investiere die... Ganz ehrlich, ich investiere die Kohle lieber in noch so einen Angriff. Das geht nicht. Das auch nicht. Ach, das habe ich schon eingenommen. Okay. Ja geil, der Typ ist doch schon tot. Ist doch schon tot. Wie kommen wir da am besten ran? Wo muss ich durch? Kacke, wo sind meine Truppen? Ey, es ist so unübersichtlich. Ach, komm, Kohle haben wir nicht. Wir können hier durchlaufen. Dürfen wir bei ihm durchlatschen oder ist das eine Kriegserklärung? Aber auch so ist es noch ein steiniger Weg, ne?
Machen wir erstmal die weg. Hier, die können auch nicht spawnen. So, was wird mich der Spaß hier kosten? Wahrscheinlich genauso viel, ne? Aber der ist schlechter wie der hier drüben. Den könnte ich mir jetzt holen. Und wir nehmen dann. Medizin brauchen wir nicht. Brennholz, mir scheißegal. Wir können hier mal einen Waffenschmied nehmen, jetzt langsam. So. Freie Siedler. Bau mal. Oh, meine Augen. Bau mal ein Bergwerk. Wie schaut es eigentlich aus mit der Bevölkerung? Geht so noch? Und dann packen wir noch. Da werden wir zwei hinpacken können, nehme ich mal an. Bingo. Wenn einer noch frei ist, bau mal irgendwo ein Haus hin. Hier unten ist Platz. Könnte man mal ein Festmahl organisieren. Gibt wieder ein bisschen Zufriedenheit. Die Produktion steigt auch. Könnte man mal ein Festmahl organisieren. Läufst am besten oben bei Orange lang. Greifen mich die Kobolde an? Moment schon, ne? Wir können noch bestimmt Dingens aus... Das habe ich ausgebaut. Hier, den hier aufwerten. 50, 10 Stein haben wir. Erstmal das können wir tun. Und wir haben ja bestimmt auch noch nicht. Hier, Schild, Dingsbums. Das haben wir doch alles noch gar nicht gebaut. Okay, mehr können wir auch nicht bauen. Doch, die Schmiede fehlt mir noch. Die bauen wir mal auch noch irgendwie. Hafen. Brauerei ist klar, Marktplatz, Handelsposten. Jo, jetzt haben wir alles gebaut. Okay. Ding hatte ich schon ausgebaut, ja. Also mehr wie 6 Truppen werden es wohl nicht. Oder ich kann hier noch Schildknappen Gedingsgedöns bauen. Mal gucken. Euer Clan verlangt nach besseren Häusern. Was? Kaum hat meine Frau was zu sagen. Ist das Bett nicht mehr gut genug? So. Oh oh. Swarmen, wir haben unser Bestes gegeben, aber wir können im Moment keine Vorräte entbehren. Was? Scheiße, ich hätte ihm 200 Nahrung geben müssen? Oh. Das ist mir irgendwie komplett gerade entgangen. Komm, haut mal hier den. Die steht da gerade alleine. Lass die eh nur alleine in der Sektor. Doch, ich kann jetzt noch 2 Truppen mehr bauen. Ja, geil. Also, du da mal hier rein. Du hier rein. Hier ausbilden, Leute. Nahrungsproduktion ist jetzt im Minus. Schlecht. Und wir haben keinen Winter. Was könntet ihr Gutes tun für mich? Kostet? Ach, da drüben steht's. Eisen haben wir aber ein bisschen. Komm, mach mal. Also mit neuen Sektoren einnehmen ist dann eher nichts mehr. Aber vielleicht könnten wir noch die Fischerhütte aufwerten. Yo! Das gibt doch auch nochmal Nahrung. Prima. So, ihr.
wie wir halt nichts mehr sehen. Jetzt schreibt Hase gleich wieder. Oh fuck, Gewitter. Aber diesmal ist es nur digital, nicht echt. Hi Felix. Fordert 200 Holz. Nimm dein Scheißholz. Okay. Wir könnten jetzt hier reinlaufen, dann müssten wir gegen 2 Siedler 5 Spieler antreten. Ne, 3 sogar. Mann, so viele spielen Siedler 5. Was ist denn da los? Haut sie um. Spielt was Vernünftiges. Gut. Forschung läuft. Nahrung ist leider immer noch im Minus. Was ist hier passiert? Ey. Guck mal hier. Schlechte Beziehung? Ach so, na klar, haben wir eine schlechte Beziehung mit ihm. Ihr handelt 6 Nahrung für 4 Geld. Gut, kein Wunder, dass meine Nahrung runtergeht. Habe ich dann auch kapiert. Jo, wird schon passen. Okay, dann, das ist beides für einen Arsch, wie ein Pelzmäntel. Bist du mal geheilt oder was? Komm schon! Meine Heiler. So. Weiter geht's. Also. Wir gehen jetzt dann hier rein. Oh, noch mehr Siedler 5 Spieler. Irgendwo ist doch ein Nest von denen. Beziehungsweise wir könnten doch auch entspannt hier durchlaufen. Müssen wir nur mal den hier wegdonnern. Hallo. Siedler 5! Ist scheiße! So. Weiter. Jetzt kommen wir da nicht durch. Jetzt, ich kann den roten Sektor nicht betreten. Ich komme hier nicht rüber. Also muss ich ja hier durch. Voll scheiße. Na gut. Ihr habt nichts zu tun. Dann, Schildknappe, Axtwerfer. Kostet. Also Geld ist nicht das Problem. Wir haben aber auch noch das Eisen. Wir können beide machen. Komm, wir können beide machen. Mach mal. Nach minus 18, nicht so geil. Heilen. Du kommst durch, du musst das Gebiet dazwischen nur clearen. Ich bin doch schon... Ach so, hier ist noch eins. Okay. Hätte ich eigentlich... Nee, habe ich schon ausgebaut. Okay. Euer Clan verlangt bessere Häuser. Leute. Ich habe aber keinen Stein mehr.
uncool. Kommt her, ihr Wolf, ich muss hier mal clearen. Okay, ich komme wirklich durch. Und das gehört ja schon. Das gehört ihm ja schon. Ja, prima. Da, nimm mein Geld. Von mir aus. Und ihr campt hier eine Runde. Okay. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Eisen bauen wir ab. Läuft auch. Ach, Steine wäre schon noch ein bisschen cool. Handelsroute. Ich kriege Geld. Nee, ich würde Steine verkaufen. Okay. Ja, okay. Könnte ich jetzt noch einen Marktplatz bauen? Ist egal. Ich glaube, ich habe eh gewonnen. So, dann hast du den auch verloren. Weiter. Da kommt schon gar keine Gegenwehr mehr. Kann das sein? Und das ist ein großer Sektor. Euer Angriff hat negative Auswirkungen auf die Beziehung. Bla. Habe ich eigentlich schon erzählt, dass das Bier scheiße schmeckt? Oder war das Mikrofon da noch aus? Schick noch ein paar Seeräuber los. Ja, die hebe ich mir noch auf. Das machen wir gleich auch. Ist das dann hier schon sein Hauptgrundstück? Ist der letzte Sektor, ne? Okay, dann machen wir das doch. Da gehen wir uns nicht erst extra wieder heilen. Falsches Gebäude. Geld für Söldner haben wir und... Doch. Na, ist egal. Hier, was geht denn ab mit eurem Bögen? Guck mal, diese Jäger in dem Spiel. Reißt ihr hier was? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber ihr tötet schon mal ein paar Dorfbewohner. Wird schon passen. Und er hat ihn hier, der jammert immer, dass nix, dass ihm alles fehlt, aber der wurde doch schon 100 Jahre nicht mehr angegriffen. Egal. Tja. Blöd, ne? Und die letzten zwei Angenockten kommen dann hier noch an. Das bringt ihm aber auch nichts mehr. Aber jetzt habe ich hier einen, dem geht's echt nicht mehr gut. Aber den lasse ich sterben und rekrutieren lieber neu. Geht schneller. Da bringe ich dir eben nichts mehr mit. Nee, schon geil, dass du mir das mitbringst. Wir sollten bei deutsch-österreichischem Bier bleiben. Definitiv. Warum sind eigentlich immer die, die keine Energie mehr haben, vorne an der Front? Was ist denn das? Was haben wir einen verloren? Tatsächlich. Komm, hier, lass mal Krieger ausbilden. Auf geht's. Keine Zufriedenheit. Wir haben zu viel Verletzte. Ach komm, zu viele Verletzte. Kann ich dich direkt... Kann ich? Ja, cool. Lauf los.
Da geht's nicht, da oben ist auch noch einer. Toll. Ist egal. Da sind doch nur noch Dorfbewohner. Die haut er jetzt kurz zu drei. Danke. Wo ist der Nachschub? Der hat sich wahrscheinlich irgendwo verhakt. Schnell noch irgendwas mit 4. Und jo. So. Sieg. Mal davon abgesehen. Da kannst du auch so viel Altar der Könige bauen, wie du willst, Alter. Das war's. Yeah! Holländer, ja? Die können kein Bier brauchen. Die hauen einfach so viel Alkohol rein, bis nach Schnaps schmeckt, weil dann spielt es ja keine Rolle mehr. Ja, ohne Witz, das könnte auch Schnaps sein. Endlich! Ich zähle! Die 10 Mistkerle haben aufgegeben. Mein aufrichtigen Dank. Bla bla. Der Tod dieser Männer, bla bla. Ich kann mir vorstellen, bla bla. Muss Punkt, Zwan, Komma, bla bla. Wir, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ist der Bescheid. Ja, die Prozentzahl ist nah dran. Ohne Witz. Gott sei Dank ist das nur 033. Errungenschaft freigeschaltet. Chapter 6 abgeschlossen. Boah, ich sage euch eins. Also wenn ihr schnell dicht werden wollt, ja, dann ist es das richtige Bier für euch. Das passt dann auf jeden Fall, aber ich glaube, das geht auch einfach.